Ja. Nein, lass sie weg. Alles klar. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Kannst sagen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass er sich an dem einen Kerl da rächen will, aber den einen haben wir ja schon getroffen. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Auf dem Dach. Mal kurz noch ein bisschen Geld geholt. Legen Sie viele Sanden an, um kriminelle Aktivitäten zu entdecken. Aha! Der ist auf jeden Fall irgendwie... Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein böse. Ein Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Systemschlüssel, um Tools herzustellen. Ja. Nein, lass sie weg. Erholt dich von Autounfall. Straight Edge. Was auch immer das heißen mag. Steht vor Führerschein hinzu. Straight Edge, was auch immer. Mögliches Verbrechen. Alter, was los? Sie hat mich ruiniert. Dann kommt sie nicht durch. Ich bin nicht verrückt. Beruhig dich. Scheiße, ich geh jetzt zu ihr rüber. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur den Anruf tracen und ich hab ihn. Du kommst hier nicht durch. Kann ich in die Schranken hacken? Hallo? Hallo? Egal. Muss mich beeilen. Ich muss auf Toilette. Aber ich muss sagen, das Spiel gefällt mir echt mega. Das kann ich jetzt auch mal. Wobei, das kann ich ja noch überall Kohl finden. Er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Ach, muss ich doch nicht ausschalten. Ja, okay. Also haben wir von dem Typen gerade erfahren, durch seinen Chat, dass der eine Typ die eine umbringen will. Wenn er sich ein potenzielles Verbrechen erkennt, lassen Sie sich nicht entdecken, warten Sie auf die, bevor Sie einschreien. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn die Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Das kriegen wir hin. Wenn ich den Typen aufhalten will, muss ich ihn schnell entdecken. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Hey! Verdammt, er hat mich gesehen. Ich kann ihn nicht nur wegen einer Drohung ausschalten. Und er wird einfach später angreifen. Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein. Nicky, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre.
Wow. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe mich gerade voll konzentriert, aber... Nein, die App Online-Aufträge und ihre Smartphone verwenden, um Online-Aktivitäten zu beginnen. Ja, okay. Heißt irgendwie lautlos ausschalten. Weil ich glaube, jetzt ist eh zu spät. Nicky, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gib mir auch die Autos. Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Ja. Liefern lassen, Fahrzeug frei, indem sie fahren. Und Zivilisten, schalten die Fahrzeuge frei, indem sie fahren oder Zivilisten hacken. Kaufen die Fahrzeuge direkt im Auto auf, Abruf-App. Wenn Mission steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht, aber ich weiß auch nicht, wie weit das noch ist. Ein ganz schönes Stück. Dann sollte ich vielleicht mal auf mein Handy gucken. Auto auf Abruf. Motorrad geht auch. Ja, Motorrad ist doch alles geil. Erledigt. Du kannst deine Karre abholen. Ja, das geht aber schnell. Ist aber kein. Wow. Hey, bitte. Was zur Pascal? Ist im Dschungel groß geworden? Dieses Arschloch. Hey, wer wird hier meine Schuld? Notrufzentrale, worum handelt es sich? Hilfe! Er hat eine Waffe! Oh. Nein, nein, oh, komm schon! Alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Oh, 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 schnell. Ja, na super, Mann. Verdächtiger lokalisiert und markiert. Noch keine Spur vom Verdächtigen. Wir drehen noch eine Runde, vielleicht finden wir ihn ja wieder. Auf in die Wildnis. Ich frag mich, wie groß ist die Welt eigentlich? Jetzt kommt der auch noch hier hoch. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich frag mich, wie groß die Welt ist. Wollte ich sagen. Zentrale, der Typ ist weg. Wir kommen zurück. Ich hasse so scheiß Polizeiflucht. Sein da unten. Rückwärtsgang. So. Dann geben wir mal Vollgas und dann holen wir uns da unten das Geld. Falls es überhaupt Geld ist. Sie Kontrolle verloren.
Natürlich habe ich die Kontrolle verloren. Boah. Cash and Run. Was macht denn das? Ach, Cash and Run spielen. Nee, wir wollen jetzt erstmal die Hauptmission machen. Tüt, tüt, tüt. Kommt die Eis und die Bahn. Boah. Die Ampel ist doch grün, geht doch. Die Ampel ist grün. Jede Ampel ist grün. Ich bin Gott. Nee, Jesus. Damit ich auch ja kein Verbrechen mache. Fahr ich nur über grün. Großer Bruder. Ich bin da. Lasst mich rein, lasst mich rein. Wahrscheinlich soll ich aber hier... Zack! E-Mission starten. Ich sagte E-Mission starten. Der große Bruder. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Ich lass mal das Motorrad da. Ich hoffe, das hat mich nichts gekostet. Ich kenne mich ja auch noch nicht in dem Spiel aus. Da ist ein Bobbycar. Ich will mit dem Bobbycar fahren. Hallo, ich hoffe, ich störe bei keiner Grillparty. Oh, ein Pool. Lass mich mal rein. Hm. Sehr wenig Wasser. Ich kann klettern. Guckt mal her. Hm. Okay. Aber cool, dass man hier auch so klettern kann und so weiter. Das finde ich geil. Das kann richtig cool werden. Ich wollte jetzt schon dagegen hauen, aber ich lasse es lieber, weil die Zivilisten, die reagieren da ein bisschen allergisch drauf. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, stopp. 3, Mom. 4, 5, halt. 6, Mom. 7, 8, 10. 9, 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich verspreche es.
und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm?